Tipp-Tutorial: Wie suche ich professionell im TIB-Portal? In dem folgenden Video geben wir Ihnen anhand einiger Beispiele 4 Tipps, wie Sie Ihre Suche im Portal der TIB professionell gestalten und damit zu einem besseren Suchergebnis kommen können. Wir beginnen mit Suchtipp 1. Suche mit der exakten Wortfolge. Wenn Sie einen aus mehreren Wörtern bestehenden Begriff suchen, wie zum Beispiel Offshore Wind Turbine, dann geben Sie ihn am besten in Anführungszeichen in das Suchfeld ein. Die Anführungszeichen bewirken, dass die Begriffe exakt in dieser Wortfolge gesucht werden. Sinnvoll ist diese sogenannte Phrasensuche auch bei der Suche nach bereits bekannten Titeln, die viele häufig vorkommende Begriffe enthalten, wie zum Beispiel Wohnen mit der Natur. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die exakte Titelfassung eingeben. Suchtipp 2: Automatische Suche nach Synonymen. Wenn Sie im TIB-Portal nach Begriffen suchen, werden automatisch vom System vorgeschlagene Synonyme, also Begriffe mit gleicher Bedeutung, mit in die Suche einbezogen. Um welche Synonyme es sich dabei handelt, können Sie durch einen Klick auf den Suchbegriff hinter "Synonyme wurden verwendet für" erkennen. Möchten Sie die Suche auf den eingegebenen Begriff beschränken, zum Beispiel bei der Suche nach bereits bekannten Titeln, können Sie die automatische Synonymensuche mit einem Klick auf den Suchbegriff hinter "Suche ohne Synonyme" abschalten. Dadurch erhalten Sie jetzt nur noch 103 statt vorher 400 Treffer. Suchtipp 3: Verwendung von Platzhaltern. Wenn Sie sich unsicher über die Schreibweise eines Suchbegriffs sind oder bei einer thematischen Recherche andere grammatikalische Formen eines Wortes mit in die Suche einbeziehen möchten, können Sie ein Sternchen als Platzhalter für eine beliebige Anzahl von Zeichen verwenden. Sie geben zum Beispiel die Worte Fundament und Windkraft ein und setzen am Ende jeweils ein Sternchen. Im Suchergebnis erhalten Sie dann auch Titel, die Begriffe wie Windkraftanlage oder zum Beispiel Fundamentanordnung enthalten. Durch den Einsatz des Platzhalters entfällt allerdings die automatische Suche nach Synonymen. Wenn Sie mit den Platzhaltern arbeiten möchten, ist es wichtig, dass Sie sich genau überlegen, an welcher Stelle des Wortes der Einsatz eines Platzhalters sinnvoll ist. In anderen Katalogen oder Datenbanken sind auch andere Zeichen, wie zum Beispiel das Fragezeichen, als Platzhalter möglich. Suchtipp 4: Sinnvolle Anzahl der Suchbegriffe. Wenn Sie bei einer Suche bis zu 3 Begriffe eingeben, werden Ihnen nur Treffer angezeigt, in denen alle gesuchten Begriffe vorkommen. Wir haben als Ergebnis eine Treffermenge von 75. Bei einer Eingabe von 4 oder mehr Begriffen werden auch Treffer angezeigt, die nur einen Teil der Suchbegriffe enthalten. Dadurch wird die Treffermenge auf 116 erhöht. Wir haben dieses Suchverhalten umgesetzt, damit auch komplexe Anfragen zu Ergebnissen führen. Ein Algorithmus sorgt dafür, dass die relevanten Treffer zuerst gelistet werden. Bei der Suche nach bereits bekannten Titeln ist es deshalb ratsam, nur mit bis zu 3 Begriffen, zum Beispiel aus dem Titel oder dem Nachnamen des Autors, zu suchen, um zu einem konkreten Ergebnis zu kommen. Möchten Sie, dass mehr als 3 Suchbegriffe in allen gefundenen Treffern vorkommen, müssten Sie die Suchbegriffe mit einem End in Großbuchstaben verbinden. Sie erhalten jetzt nur noch 2 Treffer als Ergebnis. Durch den Einsatz von End entfällt die automatische Suche nach Synonymen.